Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Club. Mein Name ist Thomas Thiemeyer und ich freue mich, euch heute wieder einen neuen Whisky vorstellen zu dürfen. Ich hoffe, ihr sitzt bequem, entspannt zu Hause, habt im besten Fall ein Gläschen Whisky vor euch und werdet die nächsten 10 bis 15 Minuten mit mir gemeinsam genießen. Und zwar geht es heute nach langer Zeit mal wieder auf die grüne Insel. Ich habe einen Iren mitgebracht, genauer gesagt einen Connemara Distillers Edition. Ich gebe ganz offen zu, ich habe ein bisschen meine Probleme mit irischen Whiskys. Nicht, dass die nicht lecker sind. Rainer und ich, wir haben schon etliche getestet. Wir haben von Bushmills getestet, ich glaube den 10-jährigen und den 21-jährigen. Privat habe ich davor auch mal den 16-jährigen probiert. Gemeinsam haben wir auch diese Jubiläumsedition 1608 probiert. Ich hatte zwei Greenors, den Greenor 8 und was war das andere? Ich glaube den 18er, einen der ältesten irischen Whiskys, die ich überhaupt je probiert habe. Die Greenors, beides Grain Whiskys, liegt mir nicht so wirklich. Dann habe ich Redbreast probiert, 12 und 15. Irish Pot Still Whiskys, das ist so eine Besonderheit, die werden aus gemälzter Gerste und ungemälztem Getreide, könnte Weizen oder so sein, zusammen hergestellt. War auch nicht so wirklich mein Ding. Die Bushmills, also gerade der 21er, waren lecker, litten aber allesamt darunter, dass sie mit 40 Volumenprozenten Alkohol abgefüllt einfach zu schwächlich daherkamen. Wir haben immer ein bisschen gelästert und haben gesagt, Mädchenwhiskys. Was wir damit sagen wollten, war, dass diese Whiskys zwar tolle Ansätze haben, dass sie uns aber letztendlich nicht so wirklich hundertprozentig zufriedenstellen konnten. Auch wenn wir denen dann letztendlich auch gute Noten gegeben haben. So ist es nicht. Also wir haben schon bemerkt, da sind Leute am Werk, die wissen, was sie tun, die bemühen sich, aber es gibt da deutlich Möglichkeiten der Verbesserung bei Irish Whiskys. Was bei Irish Whiskys grundsätzlich der Fall ist, ist, dass sie allesamt dreifach destilliert werden. Und das heißt, sie kommen in einem sehr reinen Alkoholgrad raus. Alle Fehltöne, alle Fremdaromen, alle Teilchen, die da nicht unbedingt reingehören, sind nach dieser dreifachen Destillation rausgefiltert. Und ich vermute mal, dass das der Grund ist, warum sie auch ein bisschen eindimensional sind. Denn diese Teilchen, die da nicht mehr vorhanden sind, diese Eiweißbausteine, die tragen letztendlich auch zum Aroma mit bei, machen einen Whisky komplex und interessant. Gut, widmen wir uns also der Brennerei Cooley. Cooley ist noch eine relativ junge Brennerei. Sie wurde 1987, jetzt muss ich mal kurz gucken, von John Teeling in Riverstone gegründet und war bis zum Jahre 2011 in Familienbesitz. Sie galt bis 2011 als einzige unabhängige Brennerei Irlands, wurde dann allerdings verkauft an Jim Beam. Jim Beam wanderte dann 2014 zu Suntory. Das heißt also, die Cooley Brennerei und damit auch der Connemara gehören jetzt Suntory, den Japanern. So sieht's aus. Connemara, und das ist das Besondere, und darauf freue ich mich auch heute, ist der einzige rauchige Whisky Irlands. Cooley hat noch eine andere Range, und zwar sind das die Greenore Whiskys, also Grain Whiskys, und da habe ich ja einschränkend schon bemerkt, Grain ist nicht so ganz mein Ding. Also ich bin schon ein großer Single Malt Fan. Und der Connemara ist ein Peated Single Malt, ein Irish Whisky. Bitte darauf achten, Whisky wird in Irland genau wie in den USA mit EY hinten geschrieben. Im Gegensatz zu den schottischen Whiskys, die einfach bloß mit Y hinten enden. Dies ist nun die Distillers Edition. Distillers Edition, das dürfte mittlerweile jedem eigentlich ein Begriff sein, werden Whiskys genannt, die nochmal eine kleine Nachreifung in Sherryfässern
erhalten haben. Das bedeutet also, dieser Connemara ist in Birnfässern ausgebaut. Alter steht nicht drauf. Wir wissen es also nicht genau, wie lange er in den Birnfässern gelegen hat. Aber er hat am Schluss einfach nochmal ein Finish in Ex-Sherry-Fässern bekommen. Und ich persönlich mag das sehr, weil das dem Whisky nochmal zusätzlich Komplexität und Aromen gibt. Und zwar Aromen, die dann immer noch so ein bisschen in die süßliche Richtung gehen. Und das hat Rainer manchmal bei mir bemängelt. Ich bin ein Süßer. Ich mochte auch die süßlichen Bourbons immer ganz gerne. So, Connemara wird normalerweise, die reguläre Abfüllung wird mit 40 Volumenprozenten abgefüllt. Da haben wir das wieder, das Problem der etwas zu geringen Alkoholmenge. Die Distillers Edition hat 3% mehr spendiert bekommen, hat also 43%. Jetzt schaue ich mal gerade, gibt es Angaben über Kühlfiltration und Färbung? Nein, steht nichts drauf. Auch hier keine Angaben, ob dieser Whisky gefärbt und kühl gefiltert ist. Deswegen ich mal davon ausgehe, dass beides der Fall ist. Wieder so ein kleiner Abzugspunkt. Wieder etwas, was die Iren gerne machen und was ich nicht toll finde. Muss ich ehrlich gestehen. Also ihr merkt schon so ein bisschen, warum ich mit den Iren so meine Probleme habe. Die Farbe ist natürlich schön, wunderbar, herrlich, sagt aber überhaupt nichts aus. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Whisky vorher sehr, sehr viel heller war. Und, aber gut, lassen wir das jetzt mal außen vor und halten mal unsere Nase rein. Rauch, ja, aber sehr zurückhaltend, sehr dezent und von einer Art, wie man sie bei schottischen Whiskys nicht findet. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz andere Art von Rauch. Eine fruchtige Art von Rauch, eine blumige Art. Frisch Zitrusfrüchte, vor allem Grapefruit. Also hier haben wir tatsächlich so eine leichte, bittere, bittersüße, herbe Grapefruitnote drin, die sich mit dem Rauch wunderbar vereint. Der Whisky riecht frisch, er riecht jung. Möchte ich nicht abschätzen, wie alt der ist. Keine Ahnung. Das werden wir wahrscheinlich nachher auf der Zunge besser rauskriegen. Aber diese Nase ist verführerisch, umschmeichelt. Das Geruchsorgan wirklich ist toll, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt werde ich ihn mal probieren. Voll, weich, aromatisch, würzig, deutlicher Rauch jetzt, aber nicht unangenehm, nicht phenolisch, nicht medizinisch, sondern... Tja, was ist das für ein Rauch? Es ist kein Rauchfleisch, also nicht so in Richtung Schinken, sondern wenn ich jetzt das einfach mal so sagen würde, es schmeckt wie geräucherte Früchte, geräucherte Zitrusfrüchte. Als hätte man jetzt so eine Orange oder so eine Grapefruit eine Zeit lang mal so übers Feuer gehalten. Ich habe das noch nie gemacht, ich denke mir das gerade aus. Ne? Aber so würde ich mir das vorstellen. So ein Geruch ist das. Wirklich ein ganz typisch, ein ganz ungewöhnlicher Rauch. Sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Jetzt merke ich auch so ein paar Beeren. Wobei diese Sherry-Nachreifung nicht lang gewesen sein kann. Also der überwiegende Anteil der Aromen kommt eindeutig aus den Bourbonfässern. Was vom Sherry da ist, sind so ein paar Beeren. Aber frische Beeren. Himbeere, ein bisschen, also keinerlei Trockenfrüchte oder so. Auch keine süßen, schweren Datteln oder Feigen und schon gar nicht Trockendörpflaumen oder Rosinen. All das ist es nicht. Ne? Also das sind eher so, was könnte das sein? So ein bisschen getrocknete, karamellisierte Ananas. So ein bisschen was. Also
was ganz Eigenes, was ganz Spezielles. Und das gefällt mir sehr, sehr gut bei dem. Super ausbalanciert, harmonisch, rund, weich. Ja, auch nicht eindimensional. Das ist häufig das Problem, was ich bei jüngeren irischen Whiskys habe, gerade zum Beispiel bei dem 10-jährigen Bushmills. Die sind völlig eindimensional, die sind nicht komplex, diese Whiskys. Das sind so nice to have, kann man trinken im Sommer auf der Terrasse, muss man aber auch nicht und so. Das ist schon eine andere Kategorie hier. Der ist natürlich nicht so komplex und so überwältigend nussig und so wie der Bushmills 21, den man natürlich jetzt das Holz ganz deutlich anmerkt, wo die Eiche Aromen abgegeben hat. Die Whiskys hier drin, 6, 7 Jahre, 8 Jahre vielleicht. Viel mehr dürften es nicht sein. Aber schön balanciert. Der Abgang mittellang und harmonische Sache, gefällt mir gut. Ich würde dem Whisky jetzt eine Note geben von, ja, doch, das kann man gut vertreten. 88 von 100 und das ist eine schöne Wertung. Das hat der Whisky verdient. Der macht Mut auf den nächsten Iren und ihr werdet nächste Woche einen Whisky vorgestellt bekommen, auf den ich mich schon sehr, sehr freue, von dem ich auch schon eine Anfrage im Internet erhalten habe, ob ich den nicht mal testen kann, und zwar den Teeling Single Malt. Da werde ich euch einiges drüber erzählen, über diese Destillerie. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Und ansonsten sage ich einfach danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und bis zur nächsten Woche. Euer Thomas. Tschüss.